Servus zusammen, herzlich willkommen zurück in der Besserungsanstalt. Tag 30 bzw. Nachtschicht steht an und ihr wisst ja, was das heißt. Patrouilliere den Flur, durchsuche die markierten Räume, Dusche, Kantine, Gefängnishof. Legen wir gleich los und zwar hier drüben. Da werfen wir doch mal einen Blick in die Kantine. So, okay, man muss also wirklich praktisch hier nur mal einen Blick reinwerfen. Und das war's auch schon. Ich glaube, ich habe auch noch nie irgendwas gefunden in der Kantine, oder? Kann das sein? Okay, dann machen wir gleich weiter. Das dürfte ja relativ zügig über die Bühne gehen hier. Ah, sieh mal einer an. Da haben wir schon den ersten. Sollen wir ihn... Wir sprechen ihn erstmal an, oder? Wir dealen nochmal ganz kurz, bevor wir ihn dann zusammenschlagen. Ah, hat er denn Geld? Ja, er hat Budget. Dann verkaufen wir ihm hier nochmal so eine Spritze, Schachtel Zigaretten. Wirst du brauchen, wenn du jetzt dann in Isolationshaft gehst. Nichts, man sieht sich. Ernsthaft? Ich soll hier nichts machen? Funken vielleicht? Könnten die Schicht übernehmen lassen? Du wirst für dein verwerfliches Verhalten bestraft. Sehr gut. Welches Verhalten? Beziehungsweise, ja, ISO-Haft, wie ich gesagt habe. Alles klar. Ab in Einzelhaft, Kollege. Ah, sieh mal einer an. Er will es wissen. Jim Robinson will es wissen. Ist das nicht eigentlich der praktisch der Neuzugang, der oben im Zellenblock in die neue Zelle reingekommen ist? War es das jetzt? Ich glaube, das war's, oder? Jetzt müssen wir den noch in seine Zelle zurückbringen. Ah, stimmt, stimmt. Okay, vielleicht löschen wir unterwegs noch schnell das Feuer in der Werkstatt. Es brennt! Ich frage mich bis heute, wer zündet? Wie kommen die... Sag mal... Hat er mich gerade angegriffen? Weg, weg. Wie schaffen es die Gefangenen? Also das werden ja wohl Gefangene sein, die hier die Brände legen mitten in der Nacht. Wie schaffen die das? Wie kommen die aus der Zelle raus? Wie kommen die an die Feuerzeuge? Wie schaffen die das, hier mitten in der Nacht einfach ein Feuer zu legen? Das ist mir unbegreiflich. Manchmal glaube ich wirklich, ich bin der Einzige, der hier seinen Job ernst nimmt. Unter der Belegschaft. Aber gut, ich verdiene natürlich auch mit Abstand am besten. Von daher, ich mache es ja gerne. So, ja, genau, der gehört da oben rein, ne? Na gut, dann wollen wir ihn mal zurück in seine Zelle geleiten. Gut. Dann müssen wir... Ach, schade, dass man nicht hüpfen kann. Gut, duschen und Gefängnishof. Da müssen wir uns noch mal kurz... da müssen wir noch kurz einen Blick reinwerfen. Einmal hier rüber. Reicht wahrscheinlich, wenn wir hier die Spinde einmal kurz durchsehen. Gibt's doch nicht das... Doch, Moment. Da haben wir doch was. Okay. Schauen wir mal, ob wir uns hier auch noch vielleicht ein bisschen was in die Taschen stecken können. Aber die sind alle grün. Und ich glaube, da hatte ich ja schon mal geschaut. Na, mehr kann man hier, glaube ich, nicht durchsuchen, oder? Handtücher. Nee, ich glaube nicht. Hier den Schrank. Nee. Okay, gut. Können wir vergessen. Ab zum Gefängnishof. Und dann, glaube ich, muss man ja noch irgendwie... Wahrscheinlich wird nochmal irgendwo ein Brand ausbrechen. Und dann muss man ja, glaube ich, noch die Wände kontrollieren am Schluss immer. Nach etwaigen Beschädigungen. Sieh mal einer an, da ist schon der Nächste. Die lernen sie aber auch nicht, oder? Und alle wollen hier in den Gefängnishof raus. So, komm. Wir lassen den mal ganz kurz hier liegen. Können wir eigentlich den Gefängnis... Können wir das jetzt schon abschließen? Oder muss ich ihn jetzt wirklich auch extra zurückbringen? Ich fürchte ja. Na gut, dann komm mit. So, rein da. Vom leitenden Gefangenen höchstpersönlich nach Hause gebracht. Also, nach Hause, ne? Okay, aber da ergibt sich natürlich auch direkt nochmal eine Möglichkeit. Also, da musst du jetzt aber wirklich durch, Kollege. Da wird auch nicht verhandelt. Okay, gut. Dann wünsche ich noch eine angenehme Nachtruhe. So, jetzt aber Gefängnishof. Hoffentlich steht da jetzt nicht wieder einer. Direkt vor der Tür. Zwei Ausbruchsversuche hatten wir aber auch noch nicht in der Nacht. Ne?
Wobei die ja relativ, eigentlich komplett unspektakulär sind. So, was kann man denn hier überhaupt durchsuchen? Die Sitzbänke wahrscheinlich, oder? Die Sportgeräte vielleicht sogar? Ah, Moment, das war schon, oder? Ich glaube, das war schon. Mehr müssen wir hier gar nicht machen, oder? Ach doch, doch, doch. Hier, die Bänke einfach, ne? Abarbeiten. Ohne diese Skill, ohne diese Art Röntgenblick-Skill müsste man wahrscheinlich wirklich jede Bank einzeln durchsuchen, ne? Okay, gut. Dann müssen wir noch 8 Schäden finden und feststellen. Und dann haben wir die Nachtschicht auch hinter uns gebracht. Und dann werden wir direkt noch in die Tagschicht starten. 8 von 8. Okay, gut. Dann schauen wir doch mal, was steht jetzt noch an? Ach so, den müssen wir jetzt noch in ISO-Haft bringen, den Kollegen. Na gut, hilft ja nichts, ne? Der andere hat keine Bestrafung bekommen, ne? Den habe ich einfach in die Zelle zurücktransferiert. Habe ich gar nicht dran gedacht. Also eigentlich, kann man überhaupt... Kann man da mehr Leute reinstecken? Das wäre jetzt natürlich interessant zu wissen. Wir können es mal schnell ausprobieren, ob man... Kann man spontan... Na, wahrscheinlich geht das nicht, oder? Wenn wir hier mal das Funkgerät auspacken. Ja, doch, doch, Moment mal. Hier kann man schon Willkür walten lassen. Ja, okay, aber also wenn man ISO-Haft einmal quasi zugeteilt hat, dann ist es halt quasi vergeben, ne? Na gut, dann müssen wir ihn jetzt hier oben wieder abholen. Und dann kommt er in ISO-Haft. Sprich mit dem Gefangenen. Es ist Zeit für deine Bestrafung. Die Einzelzelle ist bereit. Nur das nicht. Ja doch. Da müssen wir jetzt alle durch. Also, du. Das ist eher ein Du-Problem und nicht ein Ich-Problem. Kommt er? Der läuft da oben rum. Okay. Gut. Na gut, habe ich jetzt eh schon lange nicht mehr angewendet, dieses Instrumentarium. Rein mit dir. Und viel Spaß. Es ist wirklich, es ist schon eine miese Nummer, ne? Aber gut, so ist das eben. In der Besserungsanstalt abgeschlossen und dann sehen wir uns gleich zur Tagschicht wieder. Interessant, ich habe tatsächlich 1% Respekt bei den Häftlingen dazu gewonnen, obwohl ich einen in ISO-Haft gesteckt habe und generell 2 Ausbruchsversuche verhindert habe. Muss man nicht verstehen, ne? Okay, hier verbirgt sich tatsächlich was. Also scheint sich, okay, scheint sich tatsächlich zu lohnen, hier ab und zu mal reinzuschauen. Ich meine, das sind ja hier die Spinde von den Wärtern, ne? Finde ich ja wirklich also äußerst... Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Erstaunlich, dass bei den Wärtern illegale Aktivitäten vorzufinden sind. Okay, ich bin wohl nicht der Einzige. Na schön, was müssen wir eigentlich machen? Steht einiges auf dem Programm. Schicht im Überwachungsraum, TV-Raum, hat man auch schon länger nicht mehr Duschzeit. Einführung eines Insassen. Dann hoffen wir mal, dass die alle hier, dass die Akten stimmen und so weiter, damit wir hier ein paar Neuzugänge... Also wir müssen ja noch die Zellen füllen, die neuen Zellen, die wir bekommen haben. Dann mal hereinspaziert. Herzlich willkommen in der Hansdampf-Besserungsanstalt. Einmal Blick in die Dokumente geworfen. Ich glaube, ich würde fast dazu tendieren, selbst wenn hier irgendwas nicht stimmen sollte, ich lasse die einfach alle rein. Ja, damit wir die Zellen einfach voll kriegen. Ist eh auch ein extrem schäbiges Verbrechen. Stempel drauf, komm. Heute dürfen alle mal rein. Heute habe ich einen guten Tag. Der darf eine Sonnenbrille mit reinnehmen. Okay. Alles gut. Einmal die Arme spreizen. Gewählte Chips. Nehme ich ihm ab. Das Verbrechen war einfach zu hart. So, dann einmal reinspaziert. Viel Spaß. 21 Jahre hat er auch bekommen, glaube ich, ne? Scheint ein ziemlich übliches Strafmaß zu sein hier. Der nächste, bitte. Uiuiuiui. Nicht schlecht. Okay, schauen wir mal. Was hat der verbrochen? Er kriegt nur 10 Jahre. Ich meine tatsächlich, der andere hat 21 bekommen für dasselbe Verbrechen. Okay, aber nachdem... Wir haben ja heute, wie gesagt, wir haben einen guten Tag. Wir lassen einfach alle rein. Nur der Vollständigkeit halber, aber es scheint auch alles in Ordnung zu sein. Name und so weiter. Ja, ja. Das geht alles klar. Herzlich willkommen. So, was darf er? Schokolade, Duschgel. Schokolade, Duschgel.
Da geht schon los. Drogen. Schokolade ist sauber. Einmal durchsuchen. Du bringst hier nichts mit rein. Ist sogar illegal tatsächlich. Nehmen wir an uns. Nehmen wir gerne. Du kriegst dafür ein Päckchen von mir. Und ab dafür. Ja, wie am Schnürchen läuft das ja heute hier. Ja, ist halt die Routine, ne? Das macht wirklich die Routine. Der nächste bitte. Herzlich willkommen in der Hans-Dampf-Besserungsanstalt. Wen haben wir denn hier? Jean Larsen. Scheint alles in Ordnung zu sein. Einbruch in das Haus des Premierministers. 2 Jahre. Naja, die sitzt ja auf einer Arschbacke ab, oder? Also, herzlich willkommen. Einmal bitte hier die persönlichen Dinge ausbreiten. Buch und Schokolade. Alles gut. Der macht generell eigentlich einen relativ umgänglichen Eindruck, der Mann hier, muss man sagen. Hat auch nichts dabei. Hier, Päckchen, viel Spaß die nächsten 2 Jahre. Und ab dafür. Gut, das hat man schon erledigt. Sehr gut. Jetzt hoffe ich mal, dass sich auch wirklich die entsprechenden Zellblöcke dort füllen. Ich gehe kurz eine Runde pumpen. Wir sehen uns gleich wieder. So, habe mich spontan für eine kleine Trainingssession hier entschieden. Okay, sehr gut. Nochmal +4 Verteidigung. Alle am Grölen hier draußen. Noch jemand? Dachte ich mir. Okay, wie geht's weiter? Was haben wir jetzt zu tun? Freizeit, Duschzeit haben wir. Ich kann ja auch wieder, ich würde dann glaube ich die Schicht im Überwachungsraum wieder delegieren. Haben wir eigentlich schon, nee, Hacking Kit ist noch nicht angekommen. Wir könnten natürlich, wir haben auch relativ gutes Budget, wir könnten nochmal was kaufen. Ja, doch, ich würde vielleicht nochmal ein kleines Zellen-Upgrade. Oder tatsächlich gab es nicht auch die Möglichkeit, den Leuten irgendwie ein bisschen besseres Essen zu geben. Wäre vielleicht auch eine ganz gute Option. Ich würde sagen, wir schauen ganz kurz beim Direx vorbei. Hier rechts um die Ecke, glaube ich, und dann hier gleich. Genau. Ich würde sagen, wir kaufen einmal ganz kurz ein. Einmal eingeloggt und dann schauen wir nochmal hier. Gefängnis, war das nicht so? Küchenbedarf, genau. Küchengeräte haben Einfluss auf die Qualität von Mahlzeiten. Nach dem Mittagessen werden die Gefangenen einen spürbaren Unterschied. Respekt wird zunehmen. Okay. Oder nochmal Ausstattung. Ein Schrank. Für 1000. Stühle haben wir ja schon. Da könnte man noch einen Skin kaufen. Ach, andere Gitter gibt es auch. Ja, goldene Gitter. Ist schon nicht schlecht, ne? Aber das kostet, wenn das hier schon 3000 kostet. Und Eisen und Stahl macht ja jetzt optisch sowieso fast keinen Unterschied. Also wenn dann... Oh, verdammt, ich habe mich ausgelockt. Wenn dann gönnen wir uns natürlich Gold. Aber ich würde eher sagen, Toiletten, na, die gefallen mir schon so, wie sie sind. Und hier haben wir schon das renovierte Waschbecken. Luxus-Waschbecken ist halt verlockend. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir lassen ihnen hier mal ein Upgrade zukommen. Da dürfte der Respekt ja schon ordentlich hochgehen. Sollen wir nochmal bei Langhanteln investieren vielleicht? Vielleicht bringt mir das ja auch was. Ich bin gerade so ein bisschen im Ausgebemodus. Oder Bettwäsche. Na, ist zu teuer. Kaufen wir so... Na, dann ist halt gleich das ganze Budget wieder weg. Aber vielleicht haben wir dann tatsächlich auch mehr Optionen für die Durchsuchungen. Ach komm, das machen wir jetzt einfach. Schrank dazu gekauft. Die Leute freuen sich und wir können da ja auch noch Skins dazu kaufen dann irgendwann mal, denke ich mal. Was hätten wir da so zur Auswahl? Tatsächlich auch einen goldenen Schrank. Luxus Edition. Eisenschrank, Militärkabinett. Ja, okay. Vielleicht gehen wir da irgendwie bei allen Sachen dann früher oder später mal auf die Luxus-Edition. Okay, aber das heißt, Gefängnisbudget, wir sind pleite. Können wir uns noch irgendwas gönnen? Eigentlich gibt es nichts, was wir wirklich brauchen, oder? Wir haben ja diesen ganzen Kram schon, oder? Meine ich. Außerdem müssen wir noch ein bisschen sparen, denn wir brauchen ja noch, wir müssen ja noch die 500 Euro ausgeben. Und eigentlich von diesen ganzen Designs, okay, das ist natürlich schon... Sollen wir den mal nehmen, ha? Darkside.
Den können wir. Witwentränen ist halt ein schöner Name. Na ja, komm, das gönnen wir uns. Wir gönnen uns noch was. Ja, ja, genau. War eine gute Entscheidung. Eine hervorragende Entscheidung. Und damit gehen wir jetzt auch direkt zu den Duschkabinen rüber. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das irgendwie durchgeboxt haben. Ah, ich hätte noch eine weitere Dusche kaufen können. Hm, das wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen. Aber okay, schauen wir mal, dass wir das irgendwie... Beim letzten Mal habe ich ja versagt bei dieser Aufgabe. Lag aber auch daran, dass ständig irgendwas dazwischen kam. Ne? Das ist also nicht wirklich meine Schuld gewesen. Also. Ab unter die Dusche, Männer. Und diesmal lasse ich auch den Feuerlöscher beiseite. Wir ziehen das hier einmal ganz korrekt durch. Dienst nach Vorschrift. Ja, ich brauche tatsächlich mehr Duschen einfach. Das hilft ja alles nichts. So, wer wird zuerst fertig? Ihr hier drüben. Oh, es geht schon wieder los draußen. Ich höre so schon wieder, wie sie sich die Schädel... Komm, gib das Ding jetzt her. Eins nach dem anderen. Ich meine, die werden das schon untereinander ausmachen hier. So. Okay. Zwei am Boden. Dann kriegt er hier gleich... Ja, wer nicht will, der hat schon, ne? Sage ich immer. Wenn die sich hier lieber die Schädel einschlagen, haben sie Pech gehabt. Können wir ihm eigentlich noch... Ah, der Kollege schaut zu, ne? Ja, wobei, ist ja eigentlich völlig egal. Die machen ja nichts, wie wir gelernt haben. Der kriegt hier zweimal Nadeln. Ja, juckt den überhaupt nicht. Das interessiert ihn nicht. Wenn wir mal ansprechen... Wollte mit dir reden. Interessiert denn nicht die Bohne. Ja, ja. Was für ein Sündenfuhl. Darf ich Ihr dreckiges Handtuch übernehmen? Vielen Dank, der Herr. Beehren Sie uns bald wieder. Komm, wir laufen schnell rüber und packen direkt die nächsten unter die Dusche, dass hier einfach was vorangeht. Zack, zack, zack. Eher bevor er abhaut. So, du gehst mit deinem dreckiges Handtuch. Beehren Sie uns bald wieder. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Hansdampf-Duschanstalt. Was macht er hier eigentlich? Achso, okay, gut. Und wir haben wieder eine Duschkabine frei. Charles Schulz. Viel Vergnügen. Achten Sie bitte auf Ihre persönlichen Gegenstände sowie die Seife. Boah, die duschen aber länger teilweise. Ich dachte, dass die alle bei 20 Sekunden sind. Der war jetzt deutlich drüber. Keine Ahnung, woran das liegen mag. Vielleicht, wenn man die länger warten lässt, duschen sie dann länger? Ich weiß es nicht. Oder sie waren halt besonders verschmutzt. Auch möglich. So. Vielen Dank für Ihr dreckiges Handtuch. Beehren Sie uns bald wieder. Vielen Dank, der Herr. Auch Ihr Handtuch übernehme ich natürlich sehr gerne. Dann haben wir noch ein paar Kandidaten hier. Einer... Ah, ich glaube, wir sind gleich durch, oder? Na, wobei. Ich glaube, es kommt konstant Nachschub, oder? Ich weiß nicht, wie viele man hier durchackern muss. Keine Ahnung. Ach, da steht's ja. Ich Blindfisch. 9 von 12. Alles klar. Schaffen wir das noch? Der nächste. Die müssen wahrscheinlich auch wirklich komplett fertig geduscht haben. Und wahrscheinlich muss man ihnen sogar die Handtücher wieder abgenommen haben. Okay, okay, okay. Leute, wir haben keine Zeit. Das wird eng. Kriegen wir, glaube ich, nicht mehr hin, oder? Scheiße. Wo bleibt er? Komm. 10 von 12. Okay, sobald man ihn das Handtuch abnimmt, dann zählt's. Okay, ja, wunderbar. Haben wir es ja geschafft. Dün, 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 dün. Sehr schön. Endlich mal wieder erfolgreich geduscht. Na schön. Freizeit, wir kürzen einmal einfach ab. Wir sind sowieso, wir sind, stehen ganz gut da im Respekt. 54 und 100, das geht in Ordnung. Okay, hole die Insassen aus dem Zellenblock. Ah, TV-Raum, ja, hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das ist auch eine coole Aufgabe. Kann ich meinen neuen Knüppel vorführen, wenn der Fernseher nicht funktioniert, ne? Ah, die Leute werden begeistert sein. So, 5 Stück. Kann man den TV-Raum eigentlich auch upgraden, frage ich mich. Ich weiß es nicht. Wen nehmen wir denn mit? Die Neuzugänge vielleicht? Schauen wir doch mal. Ah, doch, 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 doch. Die sind jetzt... Ah, okay. Die werden also tatsächlich immer direkt in die Zellen gesperrt. In die, die wir neu freischalten. Das Regal? Ja.
Nicht schlecht. Ach, sieh mal einer an. Da können wir uns ja maximal bereichern. Da sind die persönlichen Gegenstände drin. Okay. Okay, war eine gute Idee. Ich meine, das ist ja eine Win-Win-Situation, oder? Ich kann potenziell hier Sachen finden. Und die Leute haben jetzt aber auch endlich mal die Möglichkeit, hier einfach ihre persönlichen Gegenstände irgendwo direkt in der Zelle abzulegen. Das ist ja cool. Und so gewinnen alle, würde ich sagen. Cool. Freut mich. Ein paar Screenshots. Das ist ja großartig. Aber wenn wir dann hier alles mal in Gold ausgestattet haben. Leute, Leute, das wird nicht so schlecht. Junge, Junge, wenn du das alles durchsuchen willst, da bist du aber beschäftigt hier. Hier funktioniert nämlich auch der Röntgenblick nicht, seht ihr? Da muss man tatsächlich überall einmal reinschauen, manuell, halt wie bei der Päckchendurchsuchung. Aber wenn man sich das Inventar voll machen will, lohnt sich das, glaube ich, schon. Nicht schlecht. Okay, gut, schnappen wir uns ein paar Leute. Du darfst mitkommen. Dann einer der Schulzens natürlich. Wo ist denn eigentlich? Doch, die sind schon noch beide da, oder? Ja, gut. Diesmal darf Andrew mit. Er hat auch eine Aufgabe. Sehr gut. Die werden wir dann im TV-Raum direkt annehmen. Egal, was es ist. Ich will ein paar Nebenquests haben. Die nehmen wir auch noch mit. Schauen wir nochmal. Er hat keine Bande. Ne? Das ist, glaube ich, auch kein lustiges Leben. Und er hat auch keine Bande. Zwei Bandenlose. Dann nehmen wir noch einen hier von den... da haben wir schon einen dabei. Schauen wir, dass einfach das schön gemischt ist. Dass jede Bande hier einmal vertreten ist. Hier zum Beispiel. Und den nehmen wir noch mit. Dann haben wir jede Bande einmal vertreten und zweimal quasi fraktionslos. Sozusagen. Okay, dann mir nach, Männer. Ab in den TV-Raum. Hol schon mal einen Knüppel raus. Sieht der nicht gut aus? Sieht der nicht gut aus? Der glühende Stab der Gerechtigkeit. Und er wird Gerechtigkeit bringen. Kann ich euch jetzt schon garantieren. Früher oder später. So, dann nehmt mal Platz, Freunde. Rein da, Männer. Es wird jetzt ferngesehen. So, Zeit läuft. Naja, gut. Sender lassen wir mal so eingestellt. Können wir die Stühle eigentlich durchsuchen, während die draufsitzen? Die beobachten mich auch die ganze Zeit. Er fragt mich nach Gras. Ach ja. Ich habe sie fast ein bisschen lieb gewonnen hier, die ganze Rasselbande. Gut, er hätte ja hier einen Quest. Quatsch mir direkt mal. Stell mich vor den Fernseher, damit er nichts sehen kann. Was will er? Könntest du Albert Robertson diesen Befehl erteilen? Ja, machen wir, klar. Kein Problem. Richtig, Geld wird gebraucht. Ja. Nimm das, die Waren natürlich. Albert Robinson soll ich irgendwas überbringen. Ja, ja, ja. Sag mal, okay, Stab der Gerechtigkeit. Walte deines Amtes. Oh, Fernseher funktioniert nicht. Moment, das haben wir gleich. So, und er flippt auch schon aus. Komm, setz dich wieder hin. Ruhe, Männer, Ruhe. Ganz ruhig. Schön, die Sendung geht direkt wieder von vorne los. Ach, er sitzt sowieso hier, ist ja praktisch. Da, Geschenk für dich. Das hätte ich mir jetzt aber auch hier selber übergeben können. Aber okay, habe ich gern gemacht. Ja, mit der Kohle. Was ist mit meinem Geld? Nur 20 Dollar? $50 hätte ich gerne. Das sollte reichen. Hat er mir wirklich? Nee, er hat mir 20 gegeben, oder? Oder kriege ich jetzt von ihm noch ein bisschen mehr? Das Paket wurde geliefert. Ich nehme alles. Ja, ich brauche das Geld. Entschuldigung. Gut. Dann schauen wir uns jetzt die Sendung noch zu Ende an. Spannend. Schöne Sendung über irgendeine Knast-Doku, während sie im Knast sitzen.
Könnten wir eigentlich, wir könnten auch die Zeit noch sinnvoll nutzen, ne? Hat er noch Geld? Ja, natürlich hier. Jede Menge davon. Zack, und noch ein Hammer oben drauf. Oh, Entschuldigung, wollte ich gar nicht. Moment, der hat den. Ja, Moment, Moment, Moment. Ach nee, passt schon. Eigentlich macht es sogar Sinn, einfach nur die ganzen Dealer mitzunehmen, oder? Dann kann man hier in Ruhe, während die hier Fernseh schauen, Handel treiben. Das und das. Und mehr geht nicht, oder? Ach doch, das geht auch noch. Okay, sehr gut. Ja, Budget 1248. Hat sich gelohnt. So, das war's auch schon wieder. 3 Minuten Fernseh schauen. Mir nach. Muss ich die eigentlich... Achso, ich soll sie auch noch mal durchsuchen. Gut. Einmal stillgestanden. Nehme ich an mich. Wie gehabt. Kannst vergessen, wird nicht diskutiert heute. Okay. Und hier machen wir. Kann man den eigentlich ausschalten? Na egal. Mir nach, Männer. Das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß während dieser Veranstaltung. Sie machen schon einen ganz zufriedenen Eindruck, oder? Würde ich mal behaupten. So, wo sollen wir hin? Wo müssen wir hin? Hier lang. Dann einmal hier bitte die Beine in die Hand nehmen, Männer. Und zurück in eure, wie ich finde, mittlerweile ziemlich großzügige und komfortable Unterkunft. Ich werfe nur einen kurzen Blick hier rein. Keine Sorge, ich bin gleich wieder weg. Wollte nur mal ganz kurz nachschauen. Naja, es hat ihnen natürlich jetzt auch noch echt die Möglichkeit gegeben, noch mehr Zeug in ihrer Zelle zu verstecken. Okay, gut. Freizeit. Was haben wir denn noch so auf dem Programm? Naja gut, okay. Das ist gleich vorbei. Und zwar... Ich gehe nochmal eine Runde trainieren. 28 Wiederholungen mit der langen Hantel später haben wir wieder ein bisschen Kraft bzw. Ausdauer hinzugewonnen. Ich bin jetzt auch mal gespannt. Häftlingsrespekt ist ja jetzt nicht wirklich gestiegen, seitdem ich die Upgrades gekauft habe. Oder kommt das vielleicht erst in der Endabrechnung? Na, ich habe ihnen ja jetzt schon einige Sachen zugestanden, würde ich mal sagen. Das dürfte sich ja eigentlich ziemlich gut auf den Respekt auswirken. Okay, die Aufgabe... Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, wir schnappen uns das Funkgerät und delegieren das mal weg. Dann will ich noch ganz kurz beim Wachraum vorbeischauen. Und wir müssten ja locker wieder einen weiteren Erfahrungspunkt gesammelt haben. Und das heißt, wir sollten uns auch nochmal irgendwie so ein Upgrade holen können. So, wo müssen wir denn hin? Besprechungsraum ist falsch. Wachzimmer, da wollen wir hin. Wir sind hier, also einmal links, rechts, rechts, links. Und dann schauen wir doch mal, was wir uns hier noch so angedeihen lassen können hier von dem Kollegen. Er hätte auch eine Aufgabe. Sieh mal eine an. Moment mal. Kommt drauf an. Er braucht eine Spritze. Spritze für gestern? Ach so. Er hat uns halt beobachtet bei irgendwas, ne? Oder? 140! Eine Spritze will er. Für 140. Also schön. Haben wir vielleicht direkt eine? Leider nicht. Okay, aber das kriegen wir hin, oder? Okay. Ja, müssen die Folge noch ein bisschen, ganz kleines Stückchen verlängern. Und zwar gehen wir hier mal ganz kurz rein. Ich möchte etwas lernen. Passiv hatten wir schon länger nicht mehr. Verteidigung, Ausdauer, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Aber hier unten ging es halt auch noch weiter. Ah, erhöht die Ausdauerpunkte um 500. Erhöht Schaden durch Knüppel um 20. Ja, ja. Ganz klar, das nehmen wir. Wurden nicht freigeschaltet, weil erforderliches Level oder woran liegt's? Ah, okay. Ach, das kostet ja auch Geld. Müssen wir natürlich auch ein bisschen auf dem Schirm haben. Dann nehmen wir das. Passt schon.
Okay, dann sollen wir sollen jetzt echt den Wert an der Spritze besorgen. Ich glaube, ich bin. Aber okay, wo kriegen wir Spritzen her? Natürlich aus dem Trakt. Also mittlerweile habe ich locker die Hälfte der Zellen durchsucht und das Inventar natürlich erfüllt sich immer weiter, aber leider keine Spritzen dabei. Irgendwie habe ich den Eindruck, das Spiel verarscht mich hier so ein bisschen. Aber wir haben natürlich noch eine andere Option. Wir können einfach schauen, dass wir mal ganz kurz bei den Dealern vorbeischauen. Irgendwer wird ja schon eine Spritze zum Verkauf haben, oder? Schauen wir doch mal. Haben wir den? Haben wir hier eigentlich schon alles? Okay, hier schon mal auch noch. Werfen wir auch noch einen Blick rein, vorsichtshalber. Aber ich fürchte, ich muss tatsächlich ein bisschen Geld ausgeben. Aber okay, wir werden mal hier den Herrn Podolski ansprechen. Hast du... Ja, wunderbar, da hat er schon eine Spritze für mich. Die kaufen wir mal. Und gleichzeitig verkaufen wir aber natürlich auch wieder ein bisschen was. Und damit wir unser Budget nicht so belasten müssen. Und bei ihm schauen wir auch direkt nochmal vorbei. Der müsste ja eigentlich auch noch Kohle haben, oder? Ja, genau. Was ich da nicht wieder alles gefunden habe, ey. Nägel diesmal auch. Nägel sind ziemlich günstig. Das bringt nicht allzu viel, aber das können wir noch andrehen. Ja, und den Rest werden wir dann morgen verhökern. Okay, dann schauen wir direkt zum Wärter zurück. Übergeben die Spritze an Matt Miller, was auch immer er damit vorhat. Und dann kriegen wir ja nochmal 140 Öcken obendrauf. Das ist ja ungefähr so, entspricht ja fast dem, oder ziemlich genau, dem Gesamtbudget, was einer der Dealer von den Gefangenen so am Tag zur Verfügung hat. Was hat er eigentlich für ein Problem? Der hat hier so ein rotes Auge gehabt. Ah, das heißt wahrscheinlich, der hat mich bei irgendwas beobachtet, oder? Wenn wir den mal ansprechen. Nee, er will nicht mit mir reden. Kein Bock. Interessant, interessant. Ah, aha. Nein. Ich tue nur meinen Job. Ich habe ja wohl jetzt schon ein höheres Level als der, oder? Also mal ganz ehrlich. Wir werden den mal einschüchtern. Drohst du mir? Doppelte Strafe? Ja. Du mir auch, Kollege. Ich bin mal gespannt, ob man dich doch tatsächlich irgendwann bestraft wird. Es wäre ja schon cool, oder? Wenn es irgendwie wirklich Konsequenzen gäbe. Moment mal, Wachraum. Das könnte ja theoretisch, könnte das sogar so weit gehen, dass man selber irgendwann mal einsitzen muss. Oder vielleicht mal nur für ein Wochenende unter den Gefangenen. Und dann mit dem Background, dass man hier der fiese Wärter ist, der sich ständig alles in die eigene Tasche steckt. Das wäre schon irgendwie cool. So, er braucht sie sofort. Ich hab sie doch schon. Was will er denn jetzt mit mir? Beschafft die Spritze. Ich hab doch... Will der noch eine haben? Verstehe nicht. Hat mir der andere die Spritze weggenommen oder wollte der tatsächlich zwei haben? Naja gut, ich lasse das jetzt einfach mal so weiterlaufen. Scheißegal, gut. Aber für heute soll es das dann erstmal gewesen sein. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir jetzt den Respekt noch bekommen für die Zellenausstattung. Heute ist es vorbei. Sieht nicht so aus, ne? Respekt der Gefangenen plus 3 ist nicht schlecht. Aufstandsrisiko ist bei 15%. Ich glaube, so wenig hatten wir noch nie. Na gut, aber dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.